So. Uff. Hoffentlich hat Sam diesmal alle Maße richtig. Ich will das nicht noch einmal machen. Etwas mehr Druck. Super. Oh, Susi, sei doch nicht so mürrisch. Ich habe alles richtig gemacht, versprochen. Wirklich? Und wie breit sind die? 5 cm. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, das ist richtig. Gut gemacht, Sammy. Jetzt klebe ich die Teile schräg zusammen. Ach, das hätte ich fast vergessen. Sammy, kannst du mir jetzt bitte 2 große Stücke Pappe besorgen? Kommt sofort. Moment mal, wann brauchen wir die Taschen? Später. Jetzt nur die Pappe. Verstanden. So ein ungeduldiger Schleim. Aus Eile entsteht nichts Gutes. Ach, Sammy, sag nicht, wir haben keine Pappe mehr. Doch haben wir. Hier, bitte. Endlich. Wo war ich? Du wolltest doch die Seitenwände für unsere Bastelarbeit machen. Ach ja, richtig. Dann brauche ich auch noch ein Lineal. Kinderleicht. Hier, das ist das größte Lineal, das ich gefunden habe. Perfekt. Aber ich brauche auch einen Bleistift. Hier, du kannst meinen Lieblingsbleistift haben. Wie großzügig. Toll. Jetzt werden die Kanten dieses Stücks schön glatt und ordentlich. Perfekt. Jetzt muss es nur noch geschnitten werden. Ich glaube, ich habe Peter unser bestes Messer geliehen. Keine Sorge. Ich benutze einfach meine Bastelmagie. Schau dir das an. Unglaublich. Susi, wir haben unser Publikum total vergessen. Oh, du hast recht. Hallo, Freunde. Ihr fragt euch sicher, was Sam und ich hier machen. Nun, wir... Warte, ich erzähle euch die Geschichte. Ich war bei diesem tollen Basketballspiel und durfte einen Dreier werfen. Die Menge feuerte mich an. Sammy! Sammy! Es ging um alles oder nichts. Also konzentrierte ich mich, nahm eine Position ein und... Wow! Es stellte sich heraus, dass ich nur geträumt hatte. Tut mir leid, Josie. Das war nicht meine Absicht. Aber dann sagte Susi plötzlich aus heiterem Himmel... Warum machen wir nicht ein Tischbasketballspiel aus Pappe? Das ist genial. Ich kann üben, wann immer ich will. Vielleicht schaffe ich sogar in die NBA. Ruhig, Tiger. Unsere Bastelei sieht teuer aus, aber sie ist noch nicht fertig. Warum redest du dann noch? An die Arbeit? Jawohl. So, die Seitenwände haben wir schon. Jetzt müssen wir nur noch die Vorder- und die Rückseite bedecken. Ich habe ein Stück Pappe mit einem Loch gefunden. Das ist perfekt. Das kommt hier rein. Wow! Hey, LeBron Samuels. Was geht ab? Hast du schon mit deiner NBA-Routine angefangen? Schön wär's. Diese orangenen Betrüger sehen nicht einmal aus wie Basketbälle. Wir können sie aufpeppen. Bring mir bitte einen schwarzen Filzstift mit. Wirklich? Bin gleich wieder da. Oh, Sammy, Sammy. Okay, das kommt hier hin. Und die Rückwand muss ganz groß sein. Die Farbkombination gefällt mir sehr gut. Hat jemand nach einem Filzstift gefragt? Ich hab hier einen. Warum hat das so lange gedauert? Nun, Peter hat jetzt ein Schnurrbart. Was? Sammy, schon wieder deine Streiche? Immer. Okay, halt mich da raus. Wenn Peter sich rächen will, bitte mich nicht Partei zu ergreifen. Ja, immer. Bis dahin habe ich meine Basketbälle. Hey, so werde ich sie verlieren. Die liegen schon überall auf dem Boden. Ups, sorry. Ich habe das Wichtigste vergessen. Jetzt fallen die Bälle in dieses Fach und du verlierst nichts. Siehst du? Wusch! Wusch! Fantastisch! Du bist eine tolle Sport. Ich meine, eine tolle Bastlerin, Susi. Vielen Dank für das große Lob. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich habe hier noch ein paar Teile. Mehr Teile? Aber wann kommen wir zu tanzen? Sammy, bitte, dräng mich nicht. Wir müssen das erst machen. Oh, die Teile sehen so komisch aus. Wofür sind die? Hm? Unser Spiel wird sich in einem wesentlichen Punkt von echtem Basketball unterscheiden. Wir werden die Bälle mit einem Katapult in den Korb werfen. Und das sind die Teile dafür. Cool, oder? Es ist alles ganz einfach. Deshalb habe ich es im Voraus vorbereitet. Heiliger Bimbam, es ist umwerfen. Ja, ich glaube, das gehört dir. Oh, danke. Und jetzt kommt dieses Stück Holzstab genau hier durch die Löcher. Übrigens, wir brauchen noch ein paar Stücke wie dieses. Und so kommen sie rein. Sammy, ich brauche hier einen Eisstiel. Bring ihn mir bitte. Klar, Josi. Du weißt doch, dass ich wirklich schnell esse. Vor allem, wenn es um Eis geht. Sammy macht nur Spaß, Freund. Wir verwenden nur saubere Requisiten. Ah, fertig.
Nein, noch nicht. Bestimmt was nicht. Oh, du hast recht. Gut bemerkt, Sammy. Hätte ich fast vergessen. Alles klar. Machen wir einen Testlauf. Wow, ich wusste gar nicht, dass du so gut Basketball spielen kannst, Susi. Danke. Aber im Basteln bin ich noch besser. So sichern wir unser Katapult. Guck mal, das kann man in alle Richtungen drehen, damit man besser zielen kann. Aber es fällt nicht runter oder so. Wahnsinn. Aber wohin mit dem ganzen Schnickschnack? Ah, ja. Hier, ich zeig's dir. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Mechanismus. Du wirst sehen, warum wir das jetzt brauchen. Guck mal, Peter hat seinen Lieblingsbasketballaufkleber geopfert. Toll. Los geht's. Es wird hier gut aussehen. Die Dekoration ist fertig. Jetzt sind die Tassen dran. Genau, bring sie her. Hätte mir nur jemand früher gesagt, dass das so harte Arbeit ist. Komm schon, Sammy, das macht doch Spaß. Wir schneiden nur die Löcher und schon sind wir fertig. Heiliger Bim-Bam, haben wir einen Fehler gemacht? Wohin mit so vielen Körben? Da ist kein Platz. Das mache ich nicht noch einmal. Sammy, beruhige dich. Ich habe doch gesagt, das ist kein normales Basketballspiel. Hui, die sehen so echt aus, nicht wahr? Jetzt muss nur noch alles aufs Spielfeld. Oh, jetzt verstehe ich. Darf ich bitte das letzte aufkleben? Natürlich, nur zu. Jetzt zeigt dir der Großmeister, wie es die echten Profis machen. Mach dich bereit, verblüht zu werden. Und ja. Hast du es gesehen? Es hat geklappt. Gut gemacht, Sammy. Dein Trick wird uns viele Daumen bringen. Habt ihr das gehört? Ja, das ist wirklich der letzte Schritt. Versprochen. So verlieren wir unsere Basketbälle nicht, wenn etwas schief geht. Und das habe ich in meinem geheimen Sticker-Versteck gefunden. Hoffentlich findet Sammy nicht heraus, wo ich sie verstecke. Wow, ich weiß, ich soll nicht prallen, aber dieses Spiel ist noch besser geworden, als ich es mir vorgestellt habe. Du hast dich heute wirklich selbst übertroffen, Susi. Und jetzt lässt das Spiel beginnen. Team Susi ist hier. Und wer ist bereit für einen Slam Dunk? Oh bitte, versuch nicht zu dribbeln. Gut. Gentleman sein. Du darfst zuerst werfen, Susi. Oh, danke. Los geht's. Bitte, ein Dreier. Yay, noch ein Versuch. Okay, okay, ich hab's. Du bist gut. Jetzt zur Seite. Ich bin dran. Und ich bin deine Cheerleaderin. Los, Sammy, du schaffst das. Oh ja, das ist der Basketball, den ich mag. Die Bälle haben die richtige Größe und es ist leicht zu spielen. Danke, Susi. Oh, Sammy, gern geschehen. Ich spiele auch gerne damit. Jetzt kannst du üben, wann immer du willst. Oder noch besser, ich eröffne meine eigene Tischbasketballschule für Schleime und verdiene viel Geld. Was? Ist das dein Ernst? Aber was ist mit dieser NBA-Sache? Oh, wird sich nie ändern. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Bis bald.